Mein Name ist Andreas Dilger. Ich habe ein ökologisches Weingut hier in Freiburg mit Reben- und Streuobstwiesen am Schönberg. Bei mir war es so, in den letzten Monaten, während der Corona-Krise, dass es sehr unterschiedlich war auf die Teile des Betriebs, wenn ich die Arbeit hier draußen im Rebberg, die hat in dem Sinn von der Natur her eben keine Pause gemacht und wir waren sehr beschäftigt und zum Glück waren alle Mitarbeiter dabei und gesund und ich war auch nicht auf Saisonkräfte angewiesen. Für den Bereich Vermarktung und den Bereich, der bei mir auch eine große Rolle spielt, mit Veranstaltungen, Weinproben, Events, gab es einen starken Einbruch bei der Vermarktung, weil ich hauptsächlich an die Gastronomie liefere hier in Freiburg. Das ist stark eingebrochen, weil die Gastronomie jetzt über Monate geschlossen hatte. Im Kontext von Ernährungsrat für Freiburg und Region entwickeln wir einerseits zukunftsfähige Projekte. Das sind im Moment das House of Food, ein Agrikultur- und Ernährungszentrum für Freiburg, bei dem Impulse gegeben werden können für diesen notwendigen Wandel von Landwirtschaft und Ernährung. Und das zweite sind die Lebensmittelpunkte. Das sind Lebensmittel, Verteil- und Verkaufs- und Erlebnisplätze in Freiburg, die ganz unterschiedlich Formen haben können. Die werden in der ganzen Stadt, möglichst in jedem Stadtteil, aber auch im ganzen Umland in Zukunft hoffentlich entstehen. Ja, für ein stabiles, nachhaltiges Ernährungssystem brauchen wir viele Dinge, viele Schritte und ich glaube, das Wesentliche wird auch sein, dass es ein gemeinsamer, ein gemeinschaftlicher Prozess dahin ist, bei dem alle Akteure, und das sind eben natürlich die Landwirtschaft, die Landwirte, die Bäuerinnen und Bauern, es sind die Konsumentin, aber auch die Politik, die Rahmenbedingungen setzen. Wir müssen gemeinsam Schritte unternehmen, die dann im Einzelnen, ich sage jetzt mal ein Beispiel, kann natürlich so eine solidarische Landwirtschaft sein. Das ist sicher eine Form, die von der Praxis, von der landwirtschaftlichen Praxis bis hin eben zum ökonomischen Konstrukt eine interessante Innovation darstellt.